der ganze Schlamm die letzten Tage. Jetzt noch mit gefrorenem Boden. Kein zu hohes Tempo. Junior dabei, erste Schneefahrt. Und seine dritte oder vierte Fahrt jetzt mit dem E-Bike überhaupt. Da erwartet nicht zu viel, ich muss ein bisschen warten. Nicht wundern, wir sind ein bisschen außer Puste. Das liegt aber eher daran, dass wir auf minimaler Motorleistung unterwegs sind, weil wir knapp 50 Kilometer haben und nicht so genau wissen, wie bei minus 5 Grad sich hier der Akku verhält. Deshalb ist ja Muskelkraft angesagt, aber ist gut. So, hier ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, der Schnee, der noch ist auf dem Weg dann, der ist festgetreten. Und meistens Eis. Da müssen wir da ein bisschen aufpassen. Da können wir nicht voll am fahren hier. Mit Schleichen müssen wir ja auch nicht, aber zumindest ein bisschen vorausschauender fahren. Auf der GoPro sieht das eher alles immer so langsam aus. Einfach ein bisschen langsamer, auf Junior warten. Sobald du irgendwie fette Spurrillen hast, die gefroren sind, da bist du ja drin, kommst du ja nicht mehr raus. Das ist Juni auch jetzt schon zweimal zum Verhängnis geworden. Aber nichts passiert. Außer Ego angekratzt. Was denn? Okay, hier sind Spurrillen zurück. Da ist Schlamm drunter. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gerechnet, bei mehreren Tagen Minustemperaturen.
erzähle ich noch über die gefrorenen Spurrillen. Und schon hören sie auf und es ist Schlamm, auch nicht schlecht. Und wieder Schlamm. Krass. Für Kamera will man das nicht sehen. War schon richtig tief, wie der Reifen da einsinkt. So, dass man echt fast stehen bleibt. Nicht schlecht. Ne, wir haben ein paar Tage Minus gehabt. Ein paar Tage Plus, aber so gerade eben, so 1 Grad oder so. Weißt du, dass der Schnee geschmolzen ist, weil hier war richtig viel Schnee. Und dann wieder Minus, aber scheinbar nicht genug. Ein bisschen vorsichtiger bei den Bachläufen oder Rinnsalläufen hier. Hier zum Beispiel. Was geht hier? Sehr schön, oder? Dankeschön. Eine dieser Spuren, wo ich vorhin meinte. Vorne Fahrrinne, wenn du da reinkommst. Doof. Was ist das denn hier? Wir warten mal auf Junior, gucken wie es aussieht. Hält cool hier.
Ja, das geht nicht, der kommt einfach nicht. Fast. War ziemlich rutschig hier, aber cool. So, vor uns stehen jetzt die letzten 4 bis 5 Kilometer an. Und dann sind wir bei knapp 42,5 Kilometer und auch wieder zu Hause. Wir haben jetzt noch ein bisschen Waldweg und 2 kleinere Trails. Die fahren wir noch auf dem Weg natürlich. Und ich denke, dann wird es für so einen Tag um die 0 Grad auch gut sein. Also so gut die Kleidung auch ist, aber trotzdem kommt ja langsam die Kälte so ein bisschen dadurch. Danke. Ich frage mich, warum ich mich noch bedanke. Die sagen auch nie was. Aber man muss ja nicht aufs gleiche Level, oder? Oh, ist gut, wir haben Zeit. Danke. Gute Fahrt. Danke. Das gibt doch, wie man jetzt sieht, die Freundlichen. Zu sein. Ich freue mich aber jetzt wieder richtig auf den Sommer. Das ist Frühjahr, wenn wir so 15, 16 Grad schon mal haben. Auch freundlich. Geht doch.
Danke. Wie ich vorhin mal angesprochen hatte, Dankeschön. So, hier sind wir durch. Dann seid ihr gleich bei dem letzten kleinen, naja, Waldstück dabei und dann war es das auch. Vorteil des Full-Face-Helms. Stöcke habt ihr, denke ich mal, gesehen. Stöcke, Äste. Das war's dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen spannend. Oder nicht, aber zumindest habt ihr dann mal gesehen, was es hier so gibt und wo man hier fahren kann. Und bis zum nächsten Mal.